Hallo und herzlich willkommen zum dritten und vorletzten Teil unserer Nordkap-Tour 2022. Wir sind bei Nebel und Regen aufgewacht und machen uns jetzt auf die letzten 30 Kilometer bis zum Nordkap. Das Nordkap war gut besucht und wir kamen wie beim letzten Mal im Nebel und bei Regen an. Wir wurden oft gefragt, ob sich das Nordkap denn lohnt. Zum zweiten Mal hinfahren haben wir dann auch überlegt. Auch beim zweiten Mal sind wir begeistert. Für uns ist es einfach ein sehr besonderer Ort. Auf den Klippen, 300 Meter über dem Meer, mit Blick auf das endlose Nordmeer, das hat was für uns. Zur Mitternachtssonne dreht sich das Wetter. Der Himmel klart auf. Das Nordkap ist immer für eine Überraschung gut und wir hatten jetzt zum zweiten Mal Glück mit dem Wetter. Von Besuchern, viele mit dem Wohnmobil oder Van, zahlreiche Fahrradfahrer, Motorradfahrer und Reisende mit Auto oder Bus, die die lange Anreise auf sich nehmen, um hier die Mitternachtssonne zu erleben. Hier am Ende Europas die Mitternachtssonne zu erleben, lohnt jeden Kilometer. Platz darf man 24 Stunden kostenlos stehen. Der Zutritt zu den Nordkaphallen kostet jedoch Eintritt. Dieses Jahr waren es 30 Euro pro Person.
Für uns geht es heute wieder weiter Richtung Westen an der Nordküste entlang. Wir haben meistens kein bestimmtes Tagesziel, sondern lassen uns mittlerweile treiben, je nach Wetter und Entdeckungen unterwegs. Daher wissen wir morgens nie, wo wir abends stehen werden. Das ist ja das Tolle an Skandinavien, mit den zahlreichen Möglichkeiten frei zu stehen, solange man autark ist. Kurz vor Olderfjord biegen wir nicht ab nach Havøysund, denn dort soll es regnen, sondern wir fahren Richtung Hammerfest. In Hammerfest angekommen, dort regnet es allerdings auch. Wir wollen uns jedoch Hammerfest anschauen und eine Kleinigkeit essen gehen. Pizza essen in Hammerfest. Für uns wird es wieder Zeit, einen Platz für die Nacht zu finden. Wir hatten schon auf dem Weg nach Hammerfest eine Nachtplatzmöglichkeit bei Oldenes gesehen. Die Straße nach Hammerfest ist ja auch eine Stichstraße oder Sackgasse. Wir müssen daher zurück bis Skaidi, um wieder auf die E6 Richtung Alta zu kommen. Es geht weiter auf der E6 Richtung Alta. Wir fahren bei sehr wechselhaftem Wetter übers Fjell, die Hochebene. Hier gibt es leider keine durchgehende Straße an der Küste entlang. Daher die Route übers Fjell. Die größte Stadt der Finnmark und daher das Zentrum der Region. Jedoch, wie im Norden üblich, sind die Geschäfte in einem Einkaufszentrum. Wir haben jedoch Glück und finden einen Italiener mit Terrasse zum Draußensitzen in der Sonne. Für uns geht es weiter auf der 6 Richtung Narvik. Bei Langenes kürzt ein Tunnel die alte Strecke ab. Wir bleiben jedoch auf der alten Küstenstraße und finden einen ruhigen Platz für die Nacht. Es geht weiter auf der E6, größtenteils an der Küste entlang. Bei wechselhaftem Wetter genießen wir die Aussicht auf die zahlreichen Fjorde und die schneebedeckten Küstengebirge.
Wetter bessert sich und wir biegen nochmal ab von der E6 und machen einen Abstecher nach Skerboy. Skerboy ist ein nettes Fischerörtchen mit zahlreichen Ferienhäusern. Leider haben wir das Filmen im Ort vergessen, aber der Kuchen im örtlichen Café hat geschmeckt. Nach der Mittagspause geht es zurück zur E6. Bei Olderdalen wollen wir die Fähre Richtung Tromsø nehmen. Zu viel für Heike. Ich sollte mehr die Landschaft genießen. Video. Was? Video. Wir fahren an der nächsten Fährstation vorbei und finden einen schönen Stellplatz direkt am Fjord. Heute soll es nach Tromsø gehen, aber erstmal müssen wir die nächste Fähre bekommen. Oder die übernächste. Wir stoßen auf die E8 nach Tromsø. Dort brennt es, ein Gebäude steht in Flammen. Die Feuerwehr hat es aber wohl in den Griff bekommen, wie wir später erfahren. Ist heiß. Aber wir haben ja vieles unterwegs schon gesehen, ne? Nach dem Botanischen Arktikgarten geht es ins Zentrum.
Dort begegnen wir noch der abfahrenden Feuerwehr. Anschließend besuchen wir zuerst Polaria, ein arktisches Aquarium. Abendessen geht es für uns weiter. Wir wollen noch einen Stellplatz für die Nacht finden. Heute wollen wir die Fähre nach Senja nehmen, vorher aber noch einen Abstecher nach Sommerreu machen, mit seinen Karibikstränden, die aber nicht zu karibisch wirken bei 12 Grad und Nieselregen. Ein anderer 6x6 fährt an uns vorbei. Wir treffen ihn später noch an der Fähre. Was war das jetzt hier? Ein 6x6. MAN oder Unimog oder Rücken. Bitte? So, Rücken sind einfach nicht meins. Auf besseres Wetter auf Senja gehofft. Sieht wohl nicht danach aus. Beim Verlassen der Fähre sollte man nicht zu schnell und zu stark einlenken. Sonst passiert ein Malheur. Vor allem hält er jetzt alles auf. Du musst zurücksetzen, Junge. Schmeckt sie denn? Ja. Der Burger der Stadt Waffelka. Leider ist die 862, die nördliche Küstenstraße, gesperrt. Wir müssen Senja ganz umrunden, um zum Ersfjord zu kommen. Dort wollen wir übernachten. Hier am Ersfjord war der Allrad sehr hilfreich, denn wir hatten keine Probleme mit dem Sand und vor und hinter uns war es sehr leer. Das Wetter hier überzeugt uns nicht wirklich, daher beschließen wir, die Fähre nach Andenes zu nehmen. Die Fähre nach Andenes ist sehr begehrt und fährt auch nur 2-3 Mal am Tag und das auch nur in den Sommermonaten. Es passen auch nur ca. 80 bis 100 Fahrzeuge drauf. Wir hatten Glück und nach 4 Stunden Wartezeit kamen wir noch mit, als eines der letzten Fahrzeuge.
etwas Seegang hatten wir trotzdem eine angenehme Überfahrt. Zwischendurch klarte das Wetter auf und wir freuten uns auf besseres Wetter in Andenes. Jedoch bei der Ankunft in Andenes zog sich der Himmel wieder zu. Andenes ist sehr übersichtlich, genau wie das Angebot an Restaurants. Das eine war ausgebucht, bei einem anderen hatten wir Glück. Gestärkt ging es weiter auf der Küstenstraße auf der Suche nach einem Stellplatz für die Nacht. Hier auf Andoya ist es schon deutlich voller und wir mussten eine Weile fahren, um einen einsamen Platz zu finden. Unterwegs waren wir auf einen anderen Overlander gestoßen. Er stand auf einem Platz, den wir vor einigen Jahren schon mal besucht hatten. Wir wollten uns nicht dazustellen, hatten aber verabredet, am nächsten Tag auf einen Kaffee vorbeizukommen. Am nächsten Morgen ging es weiter. Als erstes besuchten wir die Vier im 4x4, eine Familie, die sich vorbereitet auf eine große Südamerika-Tour. Sehr spannend. Ist toll, wenn man sowas selber bauen kann, ne? Ja. Die Straße ist zumindest auch schon mal trocken, ne? Ja, auch mit dem begrünten Dach. Der 82 treffen wir auf die Hurtigrouten und fahren eine Weile parallel mit den Hurtigrouten Richtung Sortland. Normalerweise bietet es sich an, die Lofoten zu besuchen, wenn man von Andoya kommt. Dort soll es jedoch sehr voll sein. Daher wählen wir eine andere Route. Nach dem Nordkap ist es deutlich voller geworden, insbesondere an der Küste. Das Wetter überzeugt uns auch nicht wirklich. Da beschließen wir, uns langsam auf den Rückweg zu machen, allerdings abseits der Küste. Der Norden hat uns auch diesmal sehr gut gefallen. Besonders schön und einsam war die östliche Finnmark, vor dem Nordkap. Dort ist es noch etwas ursprünglich. Man hat viele einsame Stellplätze an wunderschönen Orten. Im nächsten und letzten Teil geht es dann am Svartigletscher vorbei Richtung Schweden und danach zurück in die Heimat. Vielen Dank fürs Zuschauen, es hat euch hoffentlich gefallen, bis zum nächsten Mal.